So, wir sind jetzt beim Kelkel Verlag aus Dillingen. Der Herr Spoh ist den meisten sicherlich bekannt, aus Funk und Fernsehen sozusagen. Herr Spoh, was haben Sie denn heute hier vorgestellt? Wir haben das gesamte Verlagsprogramm heute hier ausgestellt. Einmal der Bereich Mundart, literarische Mundart, bildete vor allen Dingen in den ersten Jahren des Verlagsbestehens einen Schwerpunkt. Und natürlich die ganze Belletristik, die Knauper-Krimis in aller Bescheidenheit, wo wir mittlerweile auf die 10.000 verkauften Exemplare zulaufen. Die Bücher von Michael Mansion, von Petra Auernhammer, von Wilma Michler, die auch vom Publikum nachgefragt und geschätzt werden. Gibt es ein aktuelles Buch, was Sie uns besonders empfehlen können? Ja, da gibt es natürlich mehrere, aber ich würde mal zum Buch von Michael Mansion greifen. Das passt nämlich gerade jetzt in die Jahreszeit. Das Buch heißt Unterwegs und es geht um Geschichten ums Reisen. Wobei wir beim Reisen natürlich nicht nur verreisen, sondern wir können ja auch mit unserem Kopf vielleicht mal auf Reise gehen und die Realität im Alltag ausblenden. Und da schreibt der Michael in wohlgesetzten Worten sehr interessante, kurze Geschichten, die man der Reihe nach lesen kann, die sich alle voneinander unterscheiden. Da gibt es was zum Schmunzeln, da gibt es auch was zum Ärgern, weil er hat früher auch Kabarett gespielt und so ein bisschen die bissige Satire, die kommt bei ihm zwischendurch auch immer wieder mal zum Vorschein. Ja, das hört sich gut an. Dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Jahr wieder sehen bei der Kolibri und vielleicht gibt es auch zwischendurch mal Veranstaltungen, Lesungen, die Sie halten und werden wir auf Sanius gerne drüber informieren. Ne? Werden wir informieren und im nächsten Jahr werden wir sehr wahrscheinlich mit einem neuen Kommissar Knauper-Krimi dann hier antreten. Das wird dann der vierte in der Knauper-Reihe sein. Okay, da freuen wir uns drauf. Danke sehr.